So, Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir haben letzte Mal mit die Toren von Moria abgeschlossen. Starten heute in Balins Grab. Die Frage ist, mit wem spielen wir das? Kleine Unterbrechung gehabt. Hat was hier nicht mehr mitgespielt. Leider ist noch immer mein Ton scheiße, weil ich immer geschafft habe, das Ding einzustellen. Und jetzt zurück zum Spiel. Wir machen das Ganze, denke ich mal, mit Gimli. Wir probieren mal aus. Ach, der kann ja viel. Kommt der nicht auf Äxte werfen? Hier sollten wir weit mehr finden als das Grab Balins, des Herrn von Moria. Wir haben das Tor versperrt, Trommel. In der Tiefe. Wir können nicht hinaus. Sie kommen. Sie kommen. Dann mal los, Gimli, zeig, was du kannst. Siehst du, kann doch Äxte werfen. Geh direkt an der Tür abfahren. So wirft ihn. Verschwinde, elende Bestie! Ja, aber gib mir die aktuelle Feuer. Sinnlose Bestie! Oh, guten Drang gefunden. Zurück in die Schatten! Durchhalten!
Wie viele sind das denn, verdammt? Kann man gar nicht abwehren, ne? Scheiße, kann man nicht jetzt das Leben voll bekommen. Na, wir haben ihn. Level 3. So, haben wir das auch abgeschlossen. Ging zwar schnell, aber war echt kritisch. War irgendwie richtig anstrengend, gerade zu spielen. Oh, was ist denn Macht des Eisens? Halte dafür die Drecksters. Ein Sturmangriff. Die Kombi konnte ich mir nie merken. Das war immer Katastrophe. So, haben wir Gimli auch auf Level 3. Na sicher möchte ich speichern. Beenden wir die Folge und ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute.